Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, das visuelle Redesign von Macarena ist am Start und wir werden uns heute über die Dinge unterhalten, die im Kern davon betroffen sind und sehen uns am Ende die komplett überarbeitete Kontrollpunkt-Map Macarena genauer an. Let's go! Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Die Darstellung des eigenen Hangars wurde komplett überarbeitet. Detailliertere Texturen sowie ein wesentlich aggressiveres Grunddesign aller Mechs der ersten Generation, angefangen von Paragon bis hin zum Redeemer, wobei der Redeemer selbst nicht davon betroffen ist, sorgen für ein erwachsener wirkendes Spielerlebnis. Schauen wir uns die einzelnen optischen Änderungen der Mechs etwas genauer an. Prinzipiell basieren die neuen Designs der uns bekannten Mechs auf zwei verschiedenen Grundlagen. Während Mechs wie der Paragon, Arachnus oder Guardian in ihrem Design keinem direkten Vorbild folgen, sondern sehr frisch und neu wirken, gibt es auch andere Mechs wie beispielsweise den Killshot, Brickhouse oder Juggernaut, deren neues Design uns sehr vertraut vorkommen dürfte. Das liegt daran, dass einige der neuen Designs bereits existierenden legendären Skins nachempfunden wurden. Das neue Design des Killshots beispielsweise wurde dem legendären Skin Light Rider und das Design von Juggernaut dem Steel Reaper nachempfunden. Die neuen Designs unterscheiden sich von den legendären Skins nur minimal. Die Farbgebung und ein paar kleine Details hier und da wurden abgeändert, ansonsten gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Ob man das jetzt mag oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich sehe das Ganze eigentlich relativ gelassen. Fun Fact: Shadow ist der einzige Mech der ersten Generation, der keinerlei Veränderung bekommen hat und nach wie vor aussieht, wie wir ihn ursprünglich kannten. Warum, weiß ich leider auch nicht. Abgesehen von der Optik des Hangars und der Maps wurden noch ein paar weitere kleine Änderungen im Design und der Animation vorgenommen. So sieht der Macarena Startbutton sowie der Ladebildschirm anders aus und beim Öffnen von Kisten oder Implantatskisten bekommt man eine aufwendiger animierte Öffnungssequenz und auch ein paar der Sounds wurden überarbeitet. Ob man das neue Redesign mag oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Aber alle, die nun die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, ha, ich mochte das alte Design viel mehr, kann ich beruhigen. Das alte Design der Mechs ist nach wie vor als Skin in eurem Inventar verfügbar. Ich persönlich werde einige der neuen Designs übernehmen, wie beispielsweise das von Guardian, das schon sehr badass aussieht. Bei anderen Mechs, wie beispielsweise dem Panther, werde ich nach wie vor das alte Design nutzen. Genug von den Mechs. Kontrollpunkt-Konfliktspieler dürfen sich freuen. Die Map Macarena wurde visuell komplett überarbeitet. Es gibt so viel auf dieser Map zu entdecken. Die Hochhäuser im Hintergrund, wahnsinnig detailliert. Graffitis, Werbetafeln. Das Ganze dann auch noch bei Nacht. Wunderschön, einfach wunderschön. Ihr wisst, ich bin kein Kontrollpunktspieler, aber aufgrund dieser wunderschönen Überarbeitung werde ich diesen Modus in nächster Zeit in der Hoffnung, diese Map auch zu kriegen, naja, zumindest in Custom Maps öfter spielen. Bei all der Kritik, die Plarium immer wieder über sich ergehen lassen muss, ob nun zu Recht oder Unrecht, muss man hier fairerweise sagen, dass sie ihren Job gut gemacht haben und uns vollkommen kostenfrei ein frisches Spielerlebnis geschenkt haben. Aber was haltet ihr von dem visuellen Redesign? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Comments. Das soll es aber auch wieder gewesen sein mit meinem Review zu dem neuen visuellen Redesign von Macarena. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.